Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Männer. Heute wird sich alles entscheiden. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Stück für Stück, bis wir am Ende sind. Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Männer. Das könnt ihr mir glauben. Und wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Ich meine, ein halber Schritt zu weit oder zu kurz heißt meistens, ihr kriegt den Ball nicht. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Wir krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Ich sag euch eins, in jedem Kampf gewinnt nur der, der für ein Stückchen Erde sein Leben einsetzt. Und ich weiß, dass noch Leben in mir ist, solange ich auch bereit bin, für dieses Stückchen zu kämpfen und zu sterben. Weil es das ist, was für mich Leben heißt. Dieses kleine Stück, das ihr vor euch seht. Ich kann euch nicht befehlen, es zu tun. Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an. Seht in seine Augen. Und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr. Verdammt, ja. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern. Weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, Gentlemen. Und entweder bestehen wir jetzt als ein Team, oder wir werden untergehen als Einzelgänger. Also, was werdet ihr tun?